Wir sind in einem Kaufhaus, das heißt Queens, das damit wirbt, dass die Kundinnen bei ihnen Königinnen sind. Dieses Kaufhaus wird abgerissen und jetzt erleben wir die letzte Nacht in diesem Kaufhaus. Und diese Nacht ist eine Verbindung dieser alten Queens-Ladies, die dort überall rumstehen, und der Queen-Musik und Freddie Mercury, die als eine Inspiration in diese letzte Nacht eindringen. Ich meine, ein Element der Queen-Musik ist, sind die Chorsätze, die singen ja auch sehr viel mehrstimmig. Das bauen wir sogar noch aus. Es wird viel Luftgitarre gespielt an diesem Abend und überhaupt bin ich nicht der einzige Musiker, denn die Schauspieler machen sehr, sehr, sehr viel mit. Es gab einen Theaterball in Krefeld, wo der Jochen mit drei Kolleginnen des Hauses einen schon mal drei Titel von Queen in diesen Königinnenkostümen gemacht hat. Und es gab schon immer mal so die Sehnsucht beim Jochen und auch im Theater hier bei uns im Haus, das doch mal auszubauen. Queen überrascht immer wieder. Sie haben fantastische Melodien. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Teil, dass man mit zwei Takten eingängiger Melodie wirklich einen Welthit schaffen kann, wie bei We Will Rock You. Der Freddy geht unheimlich in die Tiefe und das möchte ich neben allem Spaß und neben aller Show, möchte ich das auch vermitteln, weil das gibt so ein warmes, rundes, ganzheitliches Gefühl. Man ist hinterher so ein bisschen ein besserer Mensch.